Es kursieren eine Menge Harry Potter-Theorien im Netz und davon gibt es viele, die wirklich unglaubwürdig sind. Aber es sind durchaus glaubwürdige Theorien dabei. Heute habe ich für euch 10 der glaubwürdigsten Harry Potter-Theorien. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über 10 Fan-Harry Potter-Theorien sprechen, die tatsächlich ziemlich plausibel sind und sich ziemlich gut anhören. Angesichts der Vielzahl von Harry Potter-Theorien da draußen ist es nur passend, dass wir ab und zu den Nagel auf den Kopf treffen und auch persönlich. Während meiner Zeit auf diesem Kanal habe ich über einige der abwegigsten Theorien gesprochen, wie etwa die Idee, dass Cho Chang Dudley Dursley geheiratet hat und Dumbledore ein Zeitreisender Ronald Weasley ist. Solche Theorien werden wir heute auslassen. Im Gegensatz dazu sind die Theorien, über die wir heute sprechen werden, sehr vernünftig und rational und bringen eine frische Perspektive in einige Themen. Nummer 1. Harry Potter ist der Meister des Todes. Der wiederauferstandene Harry in den Heiligtümern des Todes zeigt, wie Harry sich Voldemort im verbotenen Wald mutig stellt und dem tödlichen Fluch des Dunklen Lords gegenübertritt. Nachdem er von Voldemort getötet wurde, erwacht Harry in einer Art Vorhölle, wo er Dumbledore begegnet. Doch Harrys Tod dauert nicht lange an und er kehrt schließlich ins Land der Lebenden zurück. Es gibt mehrere kanonische Erklärungen dafür. Erstens hat Voldemort nur das Stück seiner eigenen Seele in Harry getötet, nicht Harry selbst. Und zweitens hatte Voldemort noch Harrys Blut in sich, ein entscheidender Bestandteil seines Regenerationszaubers, was Harrys Rückkehr ermöglichte. Eine beliebte Theorie im Internet besagt jedoch, dass Harry auch der Meister des Todes ist und durch den Elderstab und den Tarnumhang die Wahl hatte, ob er weiter ins Jenseits geht oder ins Leben zurückkehrt. Nummer 2. Ronald Weasley und Hermine Granger sind eigentlich Harry Potters Eltern. Ron und Hermine als Eltern von Harry klingt auf den ersten Blick ziemlich fragwürdig, aber die Theorie argumentiert, dass Ron und Hermine in Harrys Leben tatsächlich die Rolle von Elternfiguren übernommen haben. Als Waisenkind, das keine Familie hatte, um ihm die Welt der Zauberer zu zeigen, entwickelte sich Harry dank ihrer Unterstützung eigentlich prächtig. Ron fungierte als väterliche Figur und lehrte ihn über die Zaubererwelt, während Hermine als nährende Mutterfigur und Quelle des Trostes für Harry diente, ähnlich wie Lily Potter es für ihn tat. Nummer 3. Albus Dumbledore ließ Harry Potter scheitern. Die Theorie, dass Dumbledore Harry dazu brachte, in Occlumentic zu scheitern, indem er ihn Snape unterrichten ließ, beruht auf der Vermutung, dass Dumbledore nicht wollte, dass Harry ein geschickter Occlumentiker wird. Snape sollte Harry helfen, seinen Geist vor Voldemorts Einfluss zu schützen, aber die Theorie besagt, dass Dumbledore möglicherweise hoffte, Harrys emotionale Ausbrüche würden Voldemort beeinflussen und zu irrationalen Entscheidungen führen, wie zum Beispiel sich im Ministerium zu offenbaren. Das ist eigentlich eine ziemlich plausible Theorie, wenn man so drüber nachdenkt. Nummer 4. Die Dementoren lieben Harry Potter. Warum die Dementoren Harry Potter mochten, obwohl er oft mit ihnen konfrontiert wurde, könnte durch eine andere Theorie erklärt werden. Dementoren sind an Harry angezogen, weil er eine zusätzliche Seele in sich trägt, die von Lord Voldemort. Diese zusätzliche Seele könnte ihn zu einer begehrten Zielscheibe für die Dementoren gemacht haben, weil die Dementoren dadurch mehr Seelen bekommen, als sie üblich bekommen bei einer Person, und dadurch ist er einfach ein besseres Ziel für sie. Nummer 5. Harry Potter hatte einen Basiliskenschutz. In Harry Potter und der Kammer des Schreckens dauert es nicht lange, bis der junge Harry Potter dem Basilisken in der besagten Kammer des Schreckens begegnet. Der Basilisk, eine Bestie, die nur vom Erben von Slytherin kontrolliert werden kann, stellt Harry vor große Herausforderungen, bis er ihn schließlich mit Hilfe des Schwertes von Godric Gryffindor besiegt. Eine Theorie im Internet besagt jedoch, dass Harry möglicherweise nicht so große Schwierigkeiten hatte, den Basilisken zu überwinden, aus folgendem Grund. Da er ein Fragment von Voldemorts Seele in sich trug, könnte der Basilisk ihn in der Kammer des Schreckens als weiteren Erben von Slytherin erkannt haben und möglicherweise seinen Befehlen gehorcht haben. Dank des Stücks von Voldemorts Seele in ihm waren Harry und Ron möglicherweise mächtiger, als sie dachten. Nummer 6. Ist Wahrsagerei in Harry Potter real? Im Thema Wahrsagerei in Hogwarts waren nicht viele interessiert, einschließlich Harry und Ron, da die meisten es als unzuverlässig und unseriös ansahen. Dennoch spielten die Vorhersagen im Gefangenen von Azkaban eine große Rolle und viele wurden wahr. Jede Vorhersage, die Trelawney über Harry Potters Zukunft traf, traf tatsächlich auch ein. Genauso wie die Prophezeiung über Lord Voldemort, also vielleicht doch kein Schabernack.
Wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, habe ich vor kurzem ein Video über Professor Trelawney und ihre Wahrsagen gemacht. Also schau da gerne vorbei. Nummer 7. Schutzzauber von Dumbledore. Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, eine renommierte Bildungseinrichtung in der Welt der Zauberer, war Gegenstand vieler Debatten über Sicherheit. Obwohl Hogwarts ein magischer Zufluchtsort für junge Hexen und Zauberer war, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, gab es offensichtliche Gefahren von Trollangriffen bis hin zum Basilisken in der verborgenen Kammer des Schreckens. Die Schule sah sich vielen gefährlichen Situationen gegenüber, bei denen Schüler in lebensbedrohliche Ereignisse verwickelt wurden, wie beim Trimagischen Turnier und bei Begegnungen mit dunklen Kreaturen. In vielen dieser Situationen wurde oft Schulleiter Albus Dumbledore verantwortlich gemacht. Eine Theorie im Internet besagt jedoch, dass Dumbledore Hogwarts möglicherweise besser geschützt hat, als allgemein angenommen wurde. Der Beweis dafür, dass kein Schüler während seiner Amtszeit starb, legt nahe, dass Dumbledore möglicherweise eine Art Schutzzauber auf dem Schulgelände unterhielt, um sicherzustellen, dass die Schüler immer sicher herauskamen, egal unter welchen Umständen. Nummer 8. Obscurial als Waffe. Ein Obscurial ist eine junge Hexe oder ein junger Zauberer, der so stark körperlich oder emotional unterdrückt wird, dass er seine Magie unterdrücken oder verstecken muss. Diese Unterdrückung ist oft eine Reaktion auf das Trauma, das sie durch ihre Magie erfahren haben, und führt zu stark negativen Emotionen wie Hass, Angst oder Scham in Bezug auf ihre Kräfte. Diese extremen Emotionen und die Versuche, ihre Magie zu unterdrücken, können in Form einer parasitären Kraft ausarten, bekannt als Obscurus. Obscuriale sind oft junge Kinder, die normalerweise nicht viel älter werden. Eine Theorie besagt, dass Dumbledore Harry möglicherweise absichtlich bei den Dursleys zurückgelassen hat, um ihn zu einem Obscurial zu machen und eine potenziell mächtige Waffe gegen Voldemort zu schaffen. Aber dies ist wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Theorie auf dieser Liste, trotzdem erwähnenswert. Nummer 9. Der Elderstab. Ein weiteres Thema betrifft den Elderstab. In den Büchern und Filmen variiert das Schicksal des Elderstabs erheblich. Im Buch repariert Harry seinen eigenen Zauberstab und legt den Elderstab bei Dumbledore ins Grab zur Ruhe zurück, während im Film eine dramatische Zerstörungsszene zu sehen ist, in der Harry den Stab in zwei Hälften zerbricht. Es wird oft kritisiert, wie leicht Harry den mächtigsten Zauberstab der Welt zerbrechen konnte, der seit langem intakt geblieben war. Einige Fans glauben jedoch, dass das nicht der richtige Elderstab war und er deswegen so leicht zu zerstören war. Nummer 10. Der Portschlüssel auf dem Friedhof. Schließlich am Ende unserer Liste gibt es eine morbide Theorie über den Portschlüssel im Trimagischen Turnier, als Harry Cedric Diggorys toten Körper zurück nach Hogwarts brachte. Einige Fans spekulierten, dass dies nur möglich war, weil Cedric bereits gestorben war und sein Körper nur noch ein leerer Behälter war, nachdem seine Seele den Körper verlassen hatte. Und das war's auch schon mit dem heutigen Video. Welche dieser Erklärungen bzw. Theorien erscheinen dir am plausibelsten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir wie gesagt gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.